Unser vorerst letztes Beispiel aus der Kinematik beschäftigt sich mit einer Stange, die an einer Wand lehnt. Zum dargestellten Zeitpunkt hat das obere Ende A der Stange die Beschleunigung AA und die Geschwindigkeit VA. Zu bestimmen ist die Beschleunigung des unteren Stangenendes B und die Winkelbeschleunigung der Stange zu diesem Zeitpunkt. Ich zeichne eine Skizze raus wieder. Wir verwenden das genau gleiche Koordinatensystem wie gerade vorhin. X, Y, Z heraus. Und ich zeichne Ihnen jetzt da noch einmal das Ganze her, nämlich so, Punkt A, Punkt B, einen Vektor. Wir kennen VA und die Beschleunigung in A. Das heißt, wir rechnen von A weg. Das muss man sich schon überlegen vorher, weil ja das davon abhängt, in welche Richtung mein Ortsvektor, also mein Verbindungsvektor zeigt. Von dem Punkt, von dem man wegrechnen tut, muss die Basis sein, dass die Formel stimmt. Deswegen sollte man wissen, was man kennt. Und dann kann man den Vektor entsprechend wählen. Der ist nämlich dann RBA. Dann kennen wir eben VA und die Beschleunigung AA, die nur vertikal wirken sollen. Und wir kennen nicht und wollen bestimmen die Geschwindigkeit VB da unten, sowie die Beschleunigung AB und die Winkelgeschwindigkeit von der Stange und die Winkelbeschleunigung von der Stange. Jetzt diskutieren wir noch mal kurz, wie viele Winkelgeschwindigkeiten hat der starre Körper? Ah, nicht. Es gibt nur eine Winkelgeschwindigkeit am starren Körper, sonst ist kein starrer Körper mehr. Deswegen macht man bei solchen Beispielen sehr oft Gebrauch vom Momentanpol. Der Momentanpol, haben wir gerade vorher diskutiert, ist welcher Punkt im Körper? Also der Punkt, der zu dem gegebenen Zeitpunkt nur rotiert. Und wo ist der? Genau, an dem Punkt, wo sich die Normalen auf die Geschwindigkeitsvektoren schneiden. Ja? Das ist mein Momentanpol. Das heißt aber auch, wenn man die, ich zeichne es jetzt gleich da oben ein, die Winkelgeschwindigkeit dieses gedachten Punktes ist die Winkelgeschwindigkeit des starren Körpers. Immer. Nur dort gibt es halt keine zusätzliche translatorische Geschwindigkeit. Jetzt ist nur die Frage, was ist der Abstand da oben? Dieser hier nämlich. Da haben wir ja den Winkel Beta, hier unten haben wir den Winkel Beta, also hier, also auch hier. Das heißt, das ist das Cosinus vom Beta mit der Länge L. Länge L ist die Länge des Stabes. Und Beta ist 60 Grad. Was ist der Cosinus von 60 Grad? 1/2. Also ist der Abstand da oben L halbe. Das heißt, Omega ist nichts anderes als VA durch L halbe. L halbe gleich Kehrwert multipliziert, also 2VA durch L. Und zwar vektoriell positiv um die Z-Achse. Das wissen wir, sehen wir aus der Skizze. So habe ich es angenommen und so wirkt es auch tatsächlich, wenn man das VA sich anschaut. Das ist also dann eine Sekunde hoch minus 1 um die Z-Achse mit den gegebenen Werten bei mir. So, und jetzt kann man aber hergehen und kann die Beschleunigung ausrechnen. Die Beschleunigung des Punktes B setzt sie wie zusammen? Ja, Beschleunigung im Punkt A, genau, vektoriell, genau, plus der Anteil aus der Winkelbeschleunigung, oder? Winkelbeschleunigung ist ja die gleiche, wenn wir von A ausgehen, ist dieses Alpha, das wir da oben eingezeichnet haben beim Momentanpol, ja das gleiche Alpha wie bei A oben. Also Alpha Kreuz Abstandsvektor RBA. Und dann gab es noch eine Komponente der Zentripetalbeschleunigung. Das ist Omega Quadrat vektoriell in negative RBA-Richtung. Das ist die Formel, die kann man wieder einfach verwenden. Setzen wir das Ganze ein. AA hat eine Y-Komponente, und zwar ja, in negative Richtung, minus in Y-Richtung. Alpha ist eine
Winkelbeschleunigung positiv um z, so wie sie eingezeichnet ist. Kreuzprodukt, unser RBA-Vektor. Der RBA-Vektor ist in x-Richtung, das ist schon da oben, L Cosinus Beta in x-Richtung und in die negative y-Richtung natürlich dann mit dem Sinus Beta, ebenfalls mit L. Dieses Kreuzprodukt muss man ausrechnen und Zentripetal ist minus Omega Quadrat und einfach die Komponenten von RBA drauf multipliziert, L Cosinus Beta minus L Sinus Beta in x- und y-Richtung. So, und was wissen wir über das AB? Das wirkt nur horizontal. Also ist das AB in x-Richtung. Positiv, so wie wir es eingezeichnet haben, angenommen. Ob das dann positiv rauskommt oder nicht, das wird die Rechnung zeigen. Alles kreuzprodukttechnisch ausgewertet. AB in x-Richtung liefert eine x-Komponente, die nehme ich noch vor, Alpha L Sinus Beta minus Omega Quadrat L Cosinus Beta. Der erste Beitrag ist der Beitrag hier und der zweite ist der da. Das Kreuzprodukt aus Z mit Y gibt wieder minus x und dann ist dieses Minus wird dann zum Plus. Dann haben wir den vorderen Beitrag und der hintere Beitrag ist eh einfach nur abgeschrieben. Das ist das, was in x-Richtung passiert. Und in y-Richtung gibt es plus einmal minus AA plus Alpha mal L Cosinus Beta. Das ist der Beitrag. Z in x ist plus y. Und hinten wieder abgeschrieben unter Beachtung, dass da drinnen auch Minus steht, Omega Quadrat L Sinus Beta. Y-Richtung. Was im Übrigen nicht passieren kann im Ebenenproblem, dann haben sie sicher einen Fehler eingebaut, ist, dass sie eine Z-Komponente kriegen für irgendeine von diesen Vs oder As. Weil dann hasert das, das wäre kein ebenes Problem mehr, sondern der Stab kommt ihnen aus der Tafel entgegen. Oder fliegt weg, wie auch immer. Gut, was machen wir jetzt? Naja, jetzt rechnen wir die x und z, also teilen wir wieder die x und z-Komponente auf und dann haben wir wieder ein System aus zwei Gleichungen und dann kann man das Alpha und das AB ausrechnen. Das heißt, wir haben AB ist Alpha L Sinus Beta minus Omega Quadrat L Cosinus Beta. Ist eine Gleichung und auf der Y-Seite steht links 0, da gibt es kein Y, also minus AA plus Alpha L Cosinus Beta plus Omega Quadrat L Sinus Beta, so. Einfach abgeschrieben. Und dann formen wir es um. Dann kriegt man zum Beispiel aus der Gleichung 2 das Alpha raus. Und das Alpha ist dann 1 durch L Cosinus Beta, wenn man da durchdividiert, AA minus Omega Quadrat L Sinus Beta. So, und das kennen wir alles. Wir kennen die Beschleunigung in A, wir kennen Omega, das haben wir ja oben schon ausgerechnet hier. Und deswegen kann man einsetzen und kriegt für eine Winkelbeschleunigung den Wert minus 0,33 Sekunden nach minus 2. Also entgegen unserer Annahme, negativ im Koordinatensystem. Und wenn man das in die Gleichung 1 zurück einsetzt, kriegt man die Beschleunigung vom Punkt A, nämlich Alpha L Sinus Beta minus Omega Quadrat L Cosinus Beta. Hier kriegt man AB ist minus 7,9 gerundet. Und zwar Zentimeter pro Sekunde Quadrat. Weil die Längenangaben in Zentimeter sind.